Ja. Man hätte noch eine Stunde zuhören können. Lieber Herr Lund, das ist wirklich eine großartige Leistung, nicht nur der Vortrag, sondern vor allen Dingen die Unterlagen zu beschaffen, sich das Ganze vorzunehmen, das Ganze in eine Richtung zu bringen und rund zu machen und dann so aufzubereiten, dass Menschen, die damit nicht unbedingt beschäftigt sind oder waren, zu überzeugen davon, dass es dringend notwendig ist, nicht nur in der Zukunft, sondern ab sofort hier etwas zu tun. Und ich habe daraus eine Quintessenz für mich auch geholt und ich wollte es eigentlich an den Schluss stellen, aber bring's gleich am Anfang. Es muss sofort eine Aktion laufen, dass nicht nur einige, sondern alle diese Aktivkohlefilter bekommen. Das muss man in eine Reihe stellen mit dem Dieselskandal, wo auch Möglichkeiten da sind, technischer Art, aber nicht gemacht werden, weil sich die Hersteller weigern, das, was sie verbockt haben, zu bezahlen. In den USA wird bezahlt, bei uns nicht. Das ist eine Parallele zu dieser Geschichte mit Pfoa und anderen Dingen. Und deshalb sollte von hier aus, vom Landkreis Altötting, eine Initiative deutschlandweit kommen. Das Pfoa muss verboten werden und deswegen, weil es gesundheitsschädlich ist und wir dürfen nicht innehalten an einem Richtwert, sondern es muss weg. Und diese Kraft... Diese Kraft müssen wir aufbringen, und zwar von unten. Und der Vortrag hat eindrucksvoll bewiesen, dass es von oben nicht geht. Dass zwar bestimmte Untersuchungen da sind, dass Empfehlungen vorhanden sind, aber die nicht umgesetzt werden. Und wir wissen ja selber, dass wir heute in einer Situation leben, wo die Menschen, wenn sie sich ein bisschen informieren, fast alles wissen können. Das Wissen liegt bereit da. Wir können es aus dem Internet holen. Es gibt Standardwerke und unglaubliche Dinge. Die Menschen wissen alles, aber sie tun nichts. Und das ist der Punkt und deshalb muss das ausgehen vom südlichen Landkreis, also vom Landkreis Altötting durch Deutschland, dass hier eine neue Initiative aufsteht, die sagt, dieses PF-Zeug, früher PFD, Pfoa, muss raus aus unserem Produktionskreislauf, weil wir es nicht beherrschen können. Ich glaube, dieser Vortrag und aber auch die Arbeiten der letzten Jahre in der Öffentlichkeit haben hier eine gute Grundlage gebildet. Ich erinnere nur zum Beispiel an Leserbriefe, die ich immer schon bekommen habe von euch, ob das vom Andreas Remmelberger war, der sich ja 2016 schon in einem guten Leserbrief, in einem hervorragenden Leserbrief dagegen ausgesprochen hat und gefordert hat, hier muss was geschehen und viele andere Dinge, ob es der Bund Naturschutz ist oder ob es politische Gruppierungen sind. Hier ist etwas entstanden, was man sagen muss, ist eine Bürgerbewegung. Und ohne Bürgerbewegung wird es nicht gehen. Ich mache einige Beispiele. Und dieses Beispiel, das ich mache, beginnt mit diesen Vor-DFD-Sachen, oben im Hochsauerland. Ich bin damals angerufen worden als langjähriger Sprecher, merkt man an meinem Alter, als langjähriger Sprecher des Arbeitskreises Wasser im BUND, ausgehend vom Bund Naturschutz in Bayern, wo ich seit 88 das gemacht habe. Und da haben die angerufen von Gelsenwasser, vom größten kommunalen Trinkwasserversorger Deutschlands, der wieder rekommunalisiert worden ist. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, wir haben da mit PFD etwas bei uns in unserem Bereich. Was könnte man denn da tun? Haben Sie eine Ahnung? Kennen Sie sich aus? Da habe ich gesagt, ja, die Stoffe sind bekannt, aber wie kommt das bei euch zum Tragen? Und fast gleichzeitig hat der damalige Umweltminister in Nordrhein-Westfalen auch bei uns angerufen, im Arbeitskreis Wasser, und hat
gebeten, wir möchten ihm doch einige Ratschläge erteilen, was er tun könnte. Denn in einer seiner wichtigsten Trinkwassertalsperren im Möhnetal tauchte ganz großflächig PFD auf. Und er war ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, was tun wir denn? Die Leute, die bringen mich um, das wird angerufen und es geht nur rund und im Landtag muss die Rede stehen. Dann habe ich gesagt, ja, wir kommen gerne, aber erst einmal die Ruhe bewahren und den Leuten sagen, wir werden alles tun, technisch, was möglich ist. Und da ist das entstanden, was Sie oder was du vorhin vorgetragen hast, nämlich dass PFD-Untersuchungen praktisch wöchentlich und damals sogar täglich gemacht wurden, um zu sehen, was da abläuft, wo die Fahne im Wasser, die Giftfahne praktisch verlaufen ist, hat man dann festgestellt. Man hat sofort umgeschaltet in den Wasserwerken Nordrhein-Westfalens, die betroffen waren, auf Aktivkohle. Sofort, über Nacht praktisch. Die waren darauf vorbereitet, deswegen, weil sie ja im Gegensatz zu uns hier in Bayern sehr viel Trinkwasser entnehmen aus Talsperren, also aus Fließgewässern, Talsperren. Und da müssen Sie ja besser darauf achten, wenn da was kommt, dass Sie parat stehen. Und da ist das entstanden. Und da haben wir gesagt, woher kommt das? Und ich erzähle die Geschichte deshalb gerne, damit man sieht, wie sowas passiert. Wir haben auch nicht gewusst, was los ist, sind wir raufgefahren, weil uns eine Aktivistin vom Bund in Nordrhein-Westfalen angerufen hatte und gesagt hat, ich habe da was gesehen, wie Kompost auf der Wiese, oberhalb der Talsperre. Ja, sind wir hin, haben das gesehen, da war bis 40, 50, 60, bis zu 70 Zentimeter Biokompost aufgetragen worden. Und auf meine Frage hin an die Behörden, die dabei waren, wo kommt denn das Zeug her, habt ihr da eine Zertifikation oder was? Nein, das wissen wir nicht. Ja, warum nicht? Und das hat sich herausgestellt, für diesen sogenannten Biokompost gab es überhaupt keine Zertifizierung. Es gab überhaupt keine Richtwerte, nichts. Das war ein selbsternannter Biokompost und wir haben festgestellt, der kam aus Belgien. Und dann haben wir nachgeforscht, nicht wir persönlich, aber dann natürlich die Regierung von Nordrhein-Westfalen hat festgestellt, da haben diejenigen, die das PFD in ihrer Produktion hatten als Abfallstoffe, Flammstoffe und ähnliche Dinge, haben das entsorgt nach Belgien geschickt und die haben das angenommen, haben das gemischt mit Erde und haben gesagt, das ist Biokompost und haben das kostenfrei natürlich aufgetragen. Die Dinge droben, die Wiesen und die Äcker sind heute noch verseucht. Und jetzt wird gestritten vor Gericht, wer bezahlt diese Entsorgung und ähnliche Dinge. Und dann ist das ZDF auf mich zugekommen und hat gesagt, wir drehen einen Film, wir wollen das den Leuten zeigen. Das war dann Planet T, wo wir über Spurenstoffe gesprochen haben. So ist das gelaufen und da erst ist das ins Bewusstsein der Behörden und Regierungen 2006 praktisch in Nordrhein-Westfalen gekommen, was schon längst aus den USA bekannt sein hat müssen, was schon längst natürlich die Spezialisten haben wissen müssen, was unsere Gesundheitsämter längst hätten wissen müssen und warnen müssen. Und als ich dann daraufhin die oberbayerische Regierung angerufen habe und gefragt habe, was ist denn da drunten los, was ist denn mit der Alz, haben sie gesagt, wir antworten mündlich nicht, also habe ich schriftlich gemacht und da ist mir zugestellt worden, ja, wir machen jetzt bei der Alz nichts, auch wenn was drin ist von PFD, aber die Alz ist nicht als Trinkwasserfluss ausgezeichnet, also haben wir im Moment keinen Handlungsbedarf. Das heißt, diese Nachlässigkeit, diese Sorglosigkeit gegenüber Stoffen ist in unserer Industriegesellschaft praktisch mit aufgewachsen. Und dagegen müssen wir aufstehen, nicht im Streit und nicht im Bösen, sondern wir müssen sagen, jetzt wissen wir Bescheid, jetzt ist es genug, lass uns jetzt eine Initiative machen, die dagegen vorgeht. Und deswegen bin ich runtergefallen, weil ich gesagt habe, diese Idee, die BINT zu gründen, die Bürgerinitiative NT zu gründen, ist eine großartige Sache, die vielleicht beispielgebend, exemplarisch praktisch für ganz Deutschland gemacht werden kann, wo man sieht, dass sich Menschen um ihre Dinge wieder beginnen zu kümmern und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und Ausgangspunkt Trinkwasser ist immer ein Ausgangspunkt, wo die Menschen mitgehen. Anders wie bei anderen Dingen, wo sie nicht direkt betroffen sind. Aber Trinkwasser, das brauchst du jeden Tag und jeden Tag hast du praktisch dann das schlechte Gefühl, kann man es trinken, kann man es nicht trinken.
Das ist ja auch der Siegeszug, die Grundlage des Siegeszuges der sogenannten Flaschenwässer. Weil sich viele Menschen beeindrucken lassen, sagen, kann man unser Wasser noch trinken? Das ist ja der Hintergrund, entstanden aus den Urlaubsländern Südosteuropas, wo die Leute gesagt haben, das Erste, wenn ich da runterkomme, ich kaufe Flaschenwasser, weil das kann man nicht trinken. Und es mag da in einigen Bereichen stimmen, aber auch nicht überall. Aber wir sind dabei, das zu übernehmen, unbewusst, und zu sagen, ich kaufe mir auch dieses Flaschenwasser, da bin ich auf der sicheren Seite. Dass das tausendmal so teuer ist, wo sonst immer geschimpft wird, keine Frage, machen wir mit. Aber das ist der falsche Weg. Warum? Weil wir dann die Sorgfalt verlieren vor der eigenen Haustür, unsere Grundwasser- und damit Trinkwasserreserven zu schützen. Und nur der, wo seine Trinkwasserversorgung behält und diese Trinkwasserversorgung, wenn es Not tut, mit Aktivkohlefilter versieht oder mit großen, ausgeweiteten, sehr großen Schutzgebieten versieht, der ist auch bereit, sich Gedanken zu machen darüber. Der ist auch bereit, um seine Grundlagen des Lebens zu kämpfen, weil er sagt, vor der Haustür, ich schütze das, dann kann ich es auch wieder nehmen. Und wer das nicht macht, der sagt, ich vertraue auf Fernwasser. Das ist der gefährliche Weg, weil ich dann sorglos werde und mir ist praktisch wurscht, was da passiert mit den diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft, ob das die Pestizide sind oder ob das der Nitratfluss ist. Das ist halt dann so und die Bauern, die sagen dann ja und ich kann dann weitermachen so in diesen und die Bauernverband und Regierung sagen, ja, die brauchen das, ist notwendig. Nein, wir müssen, ob das uns gefällt oder nicht, und ich bedanke mich ausdrücklich, dass du vorhin gesagt hast, immer wieder betont, es geht nicht gegen die Landwirte, aber es geht gegen eine Art der industrialisierten Landwirtschaft, wo ich immer mehr erzeugen möchte und muss wegen der Preisverfalle und dann immer wieder mehr düngen muss. Und im Düngen kommen natürlich nicht nur die Kulturpflanzen hoch, sondern auch die Nebengewächse, die man Unkräuter nennt. Das sind aber auch Pflanzen. Und dann sagt dann der Spritzmittelvertreter, dagegen haben wir was. Ne? Da gibt's was zum Spritzen. Glyphosat, Modewort, aber 80er Jahre, wir waren da zusammen vor 30 Jahren, Burghausen, wo wir uns über Atrazin aufgeregt haben, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht, wo kommt das her? Wir haben dann festgestellt, die Bahn hat es verspritzt in großen Mengen auf ihren Trassen, damit nichts aufwächst und ähnliche Dinge. Aber zurück zum Thema. Es geht also ums Trinkwasser, um unser Grundwasser und das muss geschützt werden. Und zwar nicht für uns allein, für die Lebenden, für die Erwachsenen, sondern in erster Linie für diejenigen, die nach uns kommen. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher in den letzten 20, 30 Jahren, dann haben wir die überhaupt keine Chance. Dann wird der Rucksack, den sie zu tragen haben, mit Giftstoffen und anderen Dingen so groß, dass sie mit diesem Rucksack in die Knie gehen und nicht mehr Lebensgrundlagen haben vor ihrer Haustür. Darum geht es. Und wenn genau dies in der bayerischen Verfassung seit den Anfängen der 80er Jahre, 1980, 81, wo wir doch gekämpft haben um eine Öffnung der Verfassung, eine Verbesserung der Verfassung, bin so alt, kann da mitreden, wo wir gekämpft haben und dann erreicht haben, dass der Umweltschutz in die Verfassung in Bayern hineingeschrieben wurde, Artikel 141, der so schön geschrieben ist und besser kann man es nicht ausdrücken, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist auch eingedenk der künftigen Generationen, der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut. Und wir haben damals um diese Worte gekämpft, weil wir gesagt haben, jeder Einzelne muss das Recht haben, sich einzumischen, wenn es um die Lebensgrundlagen geht, um die natürlichen Boden, Wasser und Luft. Und wir haben gesagt, wir mischen uns auch deswegen ein, damit die staatliche Gemeinschaft, also unsere Landratsämter bis rauf in die Regierung, wissen, dass wir nicht nur uns einmischen dürfen, sondern eigentlich einen Verfassungsauftrag haben, in den Zielen der Verfassung festgelegt ist, dass wir uns einen Ausweis haben und sagen, hier, der 141er, wir haben das Recht hier, unsere Rechte für die künftigen Generationen einzufordern. Und das tut ihr genau mit dieser Gründung der BINT. Ich habe vorhin schon gemerkt, ich
kann er meinen Vortrag eigentlich wegtun, habe es auch getan, unterzeugen, ich habe es eingesteckt, habe nur einige Zettel dann behalten, um einige Themen nicht zu vergessen, die dann wichtig sind. Und ich möchte eingehen auf das, was vorhin schon angesprochen wurde, aber meines Erachtens noch ausgeführt werden sollte. Wir haben 1980 erlebt, ich bleibe beim Trinkwasser, beim Grundwasser, 1980, 15. Juli, ich kann mich sehr gut erinnern, da war ein junger Wasserkämpfer, noch nicht so versiert wie heute, ist ganz klar. Und es war der Termin, wo damals die Europäische Gemeinschaft die Trinkwasserrichtlinie eingeführt hat, wo dann drin stand, 50 Milligramm Obergrenze in Nitrat pro Liter, und es stand auch drin, 0,1 Mikro, ein Millionstel Gramm an Pestizid, Summenparameter fünffach, okay. Und haben alle gefragt, wie kommt ihr auf diesen 0,1 mit? Und haben die Spezialisten gesagt, haben wir auch nicht gewusst, das ist die Nachweisgrenze. Das heißt, damals hat man mit den Apparaten diese Nachweisgrenze gehabt, was noch weniger war, hat man gar nicht gefunden. Heute haben wir Spektral und andere Dinge, wir finden alles. Und deswegen wird da heute gesprochen, was da alles im Wasser drin ist, dass es gar nicht so wenig ist. Man nennt das Spurenstoffe. Wir von den Umweltverbänden, wir haben in einem Dialog mit dem Umweltbundesamt, wir sind in Berlin, da in verschiedenen Arbeitsgruppen und alles ehrenamtlich, alles Freizeitmenschen, meistens diejenigen, die schon in Pension sind, wie ich und andere, wir gehen damit rein und kämpfen mit der Industrie, weil wir sagen, diese Spurenstoffe können auch anders genannt, das sind eigentlich Mikroschadstoffe, Schadstoffe, die sich im Wasser befinden und die eine zukünftige Gefahr darstellen. Und wenn heute gesagt wird, Mikroschadstoffe sind gar nicht so schlimm, weil sie noch nichts bewirken und weil der Mensch und so weiter, dann sagen wir, die Untersuchungen, die da vorhanden sind, die sagen was anderes. Da gibt es natürlich immer wieder so Versuche mit Fröschen, Frösche leben im Wasser, leben vom Wasser und nehmen über die Haut alles auf und auch so. Und bei Fröschen haben wir eben festgestellt, dass die Mikroschadstoffe, insbesondere die endokrinen Stoffe, also diejenigen, die aus den chemischen Vereinigungen stammen, die man anwendet, Ovulationshemmer, also die Pille und andere Sachen, ne, dass das mittlerweile dazu geführt hat, in bestimmten Gewässern, dass die Frösche verweiblichen. Man hat festgestellt, dass bestimmte Pestizide ähnlich wirken. Wir wissen heute, dass ungefähr ein Drittel der jungen Männer zeugungsunfähig sind, nicht wegen des Aktes, sondern weil ihre Samen das nicht mehr schaffen, weil sie zu schwach geworden sind, weil sie geschädigt sind. Und da wissen wir eben, dass die Pestizide es sind, hauptsächlich die da in die Organismen einwirken. Und es unheimlich viel Geld kostet, solchen Ehepaaren, die Kinder wollen, das dann zu bescheren. Die müssen dann technische Hilfsmittel, die müssen zum Arzt und müssen dann und so weiter. Gibt es ja Serien in unseren Gazetten, in den bunten Blättern, kann man nachlesen. Und die Gesellschaft liest das und setzt sich hin und der Tag ist gelaufen. Und wenn ich dann zu einem sage, und hast du es gelesen und was macht man? Naja, kann man da was machen, sind normale Dinge. Und deshalb bin ich da runtergefahren, 5 Stunden im Zug, das war mir wurscht, weil ich gesagt habe, so eine Initiative muss gestützt werden. Und ich möchte diese Initiative auch in Zukunft mein Wissen zur Verfügung stellen, wenn es irgendwo gebraucht wird. Da möchte ich noch 2 Dinge anfügen. Das erste ist, unsere Landwirtschaft, die nach meiner Deutung, und ich kenne mich aus, ich bin seit 40 Jahren in der Bewegung, ich habe in diesem Jahr 40 Jahre Bund Naturschutz, naja, was man so macht im Leben, ne? Meine Frau sagt immer, das haben wir nicht gewusst, wie das einmal wird mit uns. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt, sage ich, ja, das glaube ich. Wenn ich so fortfahre und bin nicht so oft daheim, auf der einen Seite sagt sie, ja, bleibt der gesund, ne? Und der lebhaft und so, aber andererseits sagt sie, naja, wenn wir das gleich gewusst hätten, meinst du, wir hätten? Sag ich, freilich hätten wir es auch gemacht, ne? 40 Jahre. Und deswegen trauen wir sowas zu sagen wie jetzt. Wenn nun klar ist, dass zum Beispiel im Bereich der Nitratverseuchung unserer Gewässer, nicht nur hier, nicht nur dort, sondern überall, alle Gewässer,
Die einen über Gülle und dort, wo keine Gülle auftritt, weil sie andere landwirtschaftliche Tradition haben, über Ackerbau und über Düngung. Nur ein Beispiel. Und da ist klar, dass in der sogenannten Erntedüngung, in der Nachdüngung zur Erntezeit, nach der guten landwirtschaftlichen Praxis zugegeben wird. 40, 50 bis 60 Kilogramm Stickstoff auf dem Hektar, obwohl nachgewiesen ist seit Jahren durch Untersuchungen, beste Untersuchungen, dass die Pflanze höchstens maximal 50% dieser sogenannten Erntedüngung, Nachdüngung oder Hauptdüngung, wie man es nennt, gibt verschiedene Namen, aufnehmen kann. Und wir wissen, dass der Rest in den Untergrund geht. Das wissen wir und das wird dann unter dem Deckennamen gute landwirtschaftliche Praxis verkauft und die Landwirte sagen, das brauchen wir, sonst ist der Ertrag nicht so hoch. Und wenn man dann darüber philosophiert oder nachrechnet und sagt, aha, jetzt kapiere ich ja, der Ertrag nach dem Krieg, wie die ersten da und so, ist auch gedüngt worden, aber nicht so viel. Und heute ist zehnfache oder wie viel beim Ernten von Weizen und anderen Pflanzenarten. Dann wissen wir, woher das kommt. Es kommt davon, dass wir nicht eine optimale Düngung haben, sondern eine maximale Düngung, ohne Rücksicht darauf, was hinten rauskommt, was unten reingeht. Und das sind so Dinge, die natürlich aufregen, weil der Bauernverband und die Leute dann sagen, ja, aber es ist heute mal so und wir wollten das verbieten. Nein, sage ich, wir wollen überhaupt nichts verbieten, sondern verboten ist das schon lange, nämlich, komme ich zur zweiten Zahl, 1991. Verboten seit 1991 mit der Herausgabe und Inkrafttretens der sogenannten Nitratrichtlinie. Und hier beginnt der eigentliche Skandal unserer Gesellschaft, unserer Politik. Denn bis zum Jahr 2006 hat sich die Bundesrepublik Deutschland geweigert, diese Nitratrichtlinie umzusetzen. Und es sind, wenn man nachrechnet, 15 Jahre. 15 Jahre Vertragsbruch durch die Bundesrepublik Deutschland. Und erst als der Kommissar Dümasch damals den Landwirtschaftsminister Deutschlands, damals einem gewissen Herrn Seehofer, noch nicht so bekannt wie heute, nach Brüssel gezerrt hat und gesagt hat, du musst kommen und gesagt hat, hier, wir müssen etwas tun, dann erst hat sich die Bundesregierung bequem mit denen zu konferieren, hat aber gesagt, wir können fast nichts tun, weil die Düngeverordnung können wir nicht viel verschärfen, dann können die Bauern nichts mehr machen und so weiter. Erst nach dreimaliger Androhung von der Höchststrafe pro Tag, 350, damals noch 700, so und so viel, 1000 Mark und heute 350.000 Euro pro Tag Strafzahlung, damit dass der Staat, der den Vertrag verletzt, der die Richtlinie verletzt, dann gezwungen wird, praktisch was zu tun. Erst dann hat man eine Düngeverordnung verabschiedet, die einigermaßen die EU befriedet hat, aber nicht zum Erfolg geführt hat. Und deswegen haben wir heute, seit 2015, die dritte Zahl, ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren der EU gekriegt. Wir müssen uns seit 3 Jahren vor der EU verantworten, warum wir keine Düngeverordnung verabschiedet haben, die diese Nitratrichtlinie praktisch erfüllt, sodass wir Wasser bekommen, das nicht ständig überdüngt ist, Wasser bekommen, das nicht unsere Böden kaputt macht, und eine Landwirtschaft bekommen, die nicht unsere Böden kaputt macht. Weil im Gefolge von, wir sprechen über Wasser, ist natürlich klar, dass diese Wirtschaft, diese Landwirtschaft mit Maximaldüngung, mit Maximalertrag auch die Böden ruiniert. Noch dazu, wenn man dann offen Mais pflanzt und dann sich wundert, wenn beim geringsten Regen, nicht erst bei den Katastrophenregen wie in Simbach, sondern beim geringsten Regen die Abschwemmung der Äcker erfolgt, wo der wertvollste Schatz unseres Planeten, der Humus, abgeschwemmt wird zu Tonnen, tausenden Tonnen und immer wieder hochgeschafft werden muss, aber die Böden ausmagern, der Humus weniger wird und ähnliches. Das heißt, wir haben eine Situation, die wir als Wasserversorger oder als Wasserkunden bereinigen sollen, die aber in Wirklichkeit die gesamte Palette unserer Wirtschaft, unserer Landwirtschaft, aber auch der anderen Dinge wie Verkehr und so weiter, Bauen, Versiegelung, gehört alles da dazu, die eigentlich da begründet ist. Wir brauchen also eine Generalüberholung unserer Politik gegenüber den Dingen, die ich vorhin genannt habe, Boden, Wasser und Luft.
Und heute sprechen wir heute mal über Wasser und Boden, weil das zusammengehört in diesem Bereich Luft. Ihr wisst ja, was abläuft mit den Stickoxidwerten und anderen Dingen. Und vielleicht noch eine Bemerkung dazu, die mir wirklich auf der Seele brennt, die muss raus. Es ist eine Schande für unsere Regierung in Bayern, dass zweimal schon ein Gericht unsere oberbayerische Regierung verklagt hat und mit jeweils 4.000 Euro bestraft hat, weil sie in München zum Beispiel nichts gegen die Luftverschmutzung tut und sie lassen sich verklagen. Unsere eigenen Beamten, die einen heiligen Eid, genau wie die Politiker geschworen haben, sie das Beste fürs Volk und nur fürs Volk und das Gute, nein, sie lassen sich verklagen, weil sie nicht bereit sind, hier etwas zu tun, was vielleicht irgendeinen Konzern ärgern könnte. Und vielleicht sogar könnte. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Und ich sage ja seit 40 Jahren im Wasser drin, weil ich durch Zufall dahin gekommen bin. Das heißt Fernwasser, habe ich gesagt, nein, bei uns da droben. Ich bin ja in München studiert, aber dann darauf gekommen als Junglehrer, hängen geblieben in Unterfranken, hübsche Frau, junge Frau erwischt, ja, oder sie mich, ja. Ja, umgekehrt war es. Weil die Männer meinen ja, sie erobern, aber das ist ja, nein, das ist wieder anderes. Passt hier heute auch nicht. Ja, und da bin ich reingewachsen, weil alle gesagt haben, der kümmert sich da drum, dieser Schönauer, den können wir, und ein gewisser Weiger war damals ohne Doktor, ohne Professorentitel, wir waren ganz einfache Menschen, der hat sich dann in diese Richtung entwickelt, bin bei meiner Schulmeisterei geblieben, dann Konrektor und Schulleiter, wie es halt so ist, ne? Und da habe ich mich mit Wasser beschäftigt. Und seitdem weiß ich, aha, die Menschen, ich habe es vorhin schon angesprochen, sind bereit beim Wasser sogar sich zu erheben und mitzumachen und zu sagen, da wollen wir etwas tun. Wir haben in einem Jahr, kann ich mich noch gut erinnern, vor ungefähr 10 Jahren, im oberfränkischen Bereich, da ging es auch um Fernwasser oder Nicht-Fernwasser, Begründung war, weil die Böden mit Nitrat verseucht sind und unsere Gewässer auch und damit das Trinkwasser nicht mehr trinkbar sei. 12 Bürgerentscheide in einem Jahr gewonnen, weil die Leute in ihren Dörfern dort oben, Oberfranken, gesagt haben, wir wollen nicht. Beteiligung am Bürgerentscheid jeweils über 60-70%, so 12 Stück in einem Jahr. Und Zustimmung oder Ablehnung des Fernwassers und Zustimmung zur Erhaltung des eigenen Wassers bei 80-84% im Schnitt. Das heißt, da haben wir gemerkt, da geht was. Und deswegen ist das eine ganz, ganz große Chance, heute Abend zu sagen, hier wollen wir aufstehen. Wir wollen aber nicht gegen irgendwas kämpfen, wir wollen niemanden verunglimpfen, wir wollen niemand böse sein, sondern wir wollen das, was unsere Gesellschaft mit uns selber, wir selber waren es doch, was hier angerichtet hat, müssen wir wieder korrigieren, und zwar so schnell wie es geht, weil ich sage es noch einmal, wir dürfen das den hinter uns Kommenden, den Nachkommen, ob es eigene sind oder fremde, Enkel ist doch egal, aber das dürfen wir ihnen nicht überlassen. Diese moralische Verpflichtung, die fordere ich ein von allen, die sich um unsere Gesellschaft bemühen. Deshalb möchte ich auch noch als einer, der hierher gekommen ist und aber immer schon die Dinge gelesen hat, weil sie ihm zugeschickt wurden oder weil er es haben wollte, möchte ich sagen, ihr habt natürlich auch eine gute Presse hier. Nicht überall in Bayern, ich bin seit 25 Jahren stellvertretender Landesvorsitzender, ich komme überall rum, kriege jede 14 Tage oder 3 Wochen Presseübersicht über Bayern, ganz klar, was wir so treiben, wir, ne, oder nicht, oder was so geht, und weil der Bund Naturschutz halt in vielen Bereichen immer wieder im Mittelpunkt steht, erfahren wir sehr viel von Bayern. Und da kann ich wirklich sagen, das, was hier geschieht und was die Unterstützung von euren Medien ist, es ist hervorragend, dafür einen herzlichen Dank an diejenigen, die sich da bemühen und die hier mit euch zusammen versuchen, ihr eigenes Land, ihre eigene Landschaft wieder in Ordnung zu bringen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Eine Schlussbemerkung sei mir noch gestattet, wir sind ja heute am Weltwassertag und welch Wunder, das habe ich mir jetzt hergelegt. Ja. Welch Wunder, Nature for Water.
Natur für Wasser lautet das Motto des diesjährigen Weltwassertags. Und wenn Sie die Zeitungen anschauen, die großen und die kleinen, überall steht was drin, Weltwassertag und es muss was gemacht werden und so weiter. Und da steht heute auch drin, dass die Ökosysteme so hoch belastet sind, dass sie zu kippen drohen. Und das sind die Botschaften, die wir einfach nicht behalten müssen da drin, sondern wo wir sagen müssen, die geben wir in Zukunft weiter. Und auch wenn die Frau oder der Mann, je nachdem wer da von uns derjenige ist, der wo gern was sagt bei Partys oder bei Geburtstagen oder bei Hochzeiten oder, ne, ich bin sehr gewohnt, dass meine Frau vorher sagt, du sagst heute nichts. Ja, und eine halbe Stunde später hocken die alle um mich rum und reden auf mich ein, was meinst du? Und nein, ja, und dann ist es soweit. Ne? Nein, wir scheuen uns nicht, aus uns heraus etwas zu sagen und zu sagen, wir tun es nicht für uns, wir tun es für unsere Kinder und deren Kinder und Nachkommen, wir tun es dafür, dass dieses Land, dass diese Welt, die ja eigentlich schon übernutzt ist, bleibt, damit die nach uns, die kommen, auch was davon haben. Herzlichen Dank.